Liebe Community, tausend Dankeschön gern ausher an euch. Die Tausender-Marke ist geknackt und das habe ich nur euch zu verdanken. Jetzt betreibe ich den Kanal seit ein bisschen mehr, seit einem Jahr, also dass regelmäßig Videos erscheinen. Und hätte nie gedacht, dass ich ein Jahr später an einem Gipfel sitze und Danke sage für 1000 Abonnenten. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Deswegen geht ein Danke raus an euch und die folgenden Minuten sind jetzt einfach für euch. Das sind Sachen, die haben wir bisher in meinen Videos nicht gesehen. Viel Spaß! Liebe Community, grüß euch, servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder mit der Miri unterwegs. Hallo! Und zwar im... Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich mit der Miri unterwegs. Warum lachen wir jetzt schon wieder? Ich soll die auch in die anderen Posen machen. Ja, ne, ich kann das ja... Ach so, jetzt geht's weiter? Ja, genau, es geht weiter, weil... Was ist jetzt? 5 Stunden und 10 Minuten haben wir eh gebraucht. Und jetzt vom jetzt Tal? Vom Tal, vom Parkplatz. Genau. Und und ja, jetzt steigen wir ab, weil einfach das Wetter hier jetzt nicht so gut ausschaut. Schau mir, hier hinten ist der Hund tot. Ja, wann war ich da? Vor 2 Tagen. Ich glaube. Ich glaube, das kann ich wieder alles wegschneiden. So, heute bin ich wieder mit der Miri unterwegs. Hallo. Und wir sind heute aber auch zu dritt unterwegs. Hallo. Philipp hier? Ja. Genau, und wir schauen auf die Hochplatte. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt schauen, boah, dass wir runterkommen, weil da hinten... Juhu, es regnet. So, guten Morgen. Also wieder mit dem Stefan unterwegs. Hallo. Und hinter uns... In den Wolken wäre das Birnhorn zu sehen, das was wir heute reißen. Zehn Minuten unterwegs und schon volle Kanne Regen. Boah. Ja. So, und mach dann hier irgendwelche so Bewegungen und schau mal nach unten und schau mal nach oben und schau wieder dich an. Genau. Und die vorgetreten in dritte reinsteig. Und. Geschmissen. Schau mal, wie geil das ist. Ja. Also. Hier ist Feierabend, der Schnee ist einfach zu warm. Ich weiß gar nicht, wie warm ist denn? Wahrscheinlich hat es 10 Grad. Reicht das? Ja, schon. Ski. Ich will einen guten Kaffee. Mm. Ah. Ja, der ist heute ein bisschen stärker. Der furzt schon wieder rein. So. Genau, für alle, die bisher durchgehalten haben und noch nicht meinen Kanal abonniert haben, über Abo da nehme ich wirklich rein, dann geht es immer weiter mit den Videos und es ist ein kleines Dankeschön, was nicht weh tut. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, als wir sehen uns im nächsten Video. Oder vielleicht irgendwo in die Berg, keine Ahnung. Und das ist auf der anderen Seite von der Kamera passiert. So, finally wieder am Auto. Gebraucht haben wir, ist nachgeschaut, ich weiß nicht, kann es rausschneiden. 8 Stunden? Ja, genau, irgendwie 8 Stunden, 7 Stunden, 7 Stunden 50. Ja, also knappe 8 Stunden haben wir gebraucht. Grüß euch und servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich in Italien unterwegs, genauer gesagt in der Brenta. Hinter mir sieht den Gipfelsteinhaufen vom Falkner. Und wir sind heute den... Ah, Tee trinken darf. Achso, nee. Ja, doch, du kannst alles machen. Nee. Ich muss auch immer aufpassen, weil ich gerne meine Nase so... Das musst du mir immer bei den anderen Videos rausschneiden. Es nimmt schon auf. Ich überlege gerade. So. Ah. Zusammen mit der unsexy Breze. So, also. Ja.
Genau, zusammenfassend, Mai war halt ein Schneemassaker. Ja, voll. Wenn man auf Schnee steht, total cool. Wir lassen uns jetzt mal im Raum stehen, auf was wir so stehen, also wahrscheinlich nicht so auf Schnee, ne? Weiß ich nicht, nee. So, genau, hinter mir nochmal das Gipfelkreuz vom großen wilden Nordgipfel und haben jetzt eine kleine Pause gemacht, gab auch einen Gipfelspezi, gibt leider im Video nicht zu sehen, ein bisschen Privatsphäre muss auch sein. Wie bitte? Jetzt lässt die Kamera weg. Diese Filmkamera halt, die ist nicht gut. Da haben wir einen anderen gezittert, oder? Ja, zittert nicht, aber es gibt schönere Stellen, sag mal, so zum Akku wechseln, oder? So, genau. Von da drüben sind wir hergekommen. Hier im wirklich ultra bröseligen Gelände. Also nicht wirklich, was heißt, geht's einmal weg da, ich film. Was? Ja, irgendwelche Fliegen sind da. Aber genau, ging's hier hoch. Die wollen auch Influencer werden. Ja, wollen auch mal eine Miri werden. Eine Miri! Und wenn ich groß bin, werde ich eine Miri. Ach du Scheiße! Das kann ich nicht so, ich muss halt alles schneiden dann. Wenn du jetzt zu mir sagst, wenn ich groß bin, werde ich meine Miri, dann war ich ja da vorne. Guck, die Stubenfliege. Ach so. Das ist voll negativ. Stimmt, das ist wirklich voll negativ. Boah, ich werde hier voll gemobbt. Nee, das Mobbenwort darf man auch nicht verwenden. Nee. Ich werde gedisst. Gedisst. Ja, aber damit kann ich umgehen. Jetzt wollte ich was Positives sagen. Ja. Wollte was Positives sagen und dann geht es gleich schon so aus. Gell? Das ist so ein Frauen-Männer-Ding hier. Ja, ja, genau. Aber ist kein Problem. Ich disse den Adrian auch. Ja, genau. Ich weiß noch nicht mit was, aber jetzt gehen wir einfach mal weiter. Genau, falls ihr es nicht verstanden habt, wenn die Miri nichts mehr sagt, dann weiß ich, was Sache ist. Soll ich jetzt schon erklären? Nein. Oh. Servus und grüß euch auf meinem Kanal. Gebe ich gar nichts. So, da sind wir wieder am Auto. Ich wollte jetzt eigentlich schauen, wie lange wir unterwegs waren. Ich glaube, geht. Okay. Ich kann das ja schneiden, oder? Mit was habe ich aufgehört? Heute waren wir unterwegs, bla, genau. Also unterwegs waren wir 6 Stunden, 1200 Höhenmeter. Da ist ja die Zusammenfassung. Habt ihr gerade gesehen? Sonne geht da hinten schon unter. So, was gibt's alles zur Tour zu sagen? So, der Christoph macht die letzten Meter. Genau, und da direkt vor uns ist jetzt der Einstieg zum Stopselzirger. Oben sieht man auch schon das alte Seilbahnheisel aus die Seilwand. Seilbahnheisel aus die Spicker. Ich hoffe, mein kleines Dankeschön hat euch gefallen. Und ich blende jetzt euch da oben mal ein Video ein. Schaut mal vorbei, das kann euch bestimmt interessieren. Von da sage ich, wir sehen uns am Berg und seid gespannt. Es kommen noch viele brutale Videos und brutale Touren. Und jetzt gibt es nochmal Aussicht. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Video.